Nice, okay. Joa. So. Mehr Strom. Machen wir Solarplatten? Ich würde sagen, wir machen Solarplatten, oder? Bin mir so unsicher, ne? Wenn man sich diese Tabelle hier anguckt, dann darf man keine Solarplatten machen. Man darf es nicht. Ach, Mann. Oh, ich habe mittlerweile wieder Anbieterkisten, sehe ich auch gerade. Das ist auch ganz gut. Kann ich nämlich hier mal eine Anbieterkiste hinsetzen. Zack. Müsste von hier auch abgeholt werden dann irgendwann mal. Zumal der hier einen Großteil da schon mal reinkriegt. Okay, ja. Gut, ich wollte mir einmal gerade noch ein paar Steam Engines schnappen. Noch einen kurzen Blick darauf werfen, ob man die noch irgendwie doch noch ein bisschen anders zusammensetzen kann. Weil so diese langen Reihen, das ist eigentlich das Einzige, was mich so richtig stört an diesen Engines. Und damit diese langen Reihen bauen muss. Und man kann die ja tatsächlich irgendwie so... Connectet das ja auch einfach nicht, ne? Mal, warum ich das setze. So will das mit dem anderen nichts zu tun haben. Könnte natürlich hier mit den Rohren ein bisschen rumspielen, sag ich mal, und das noch passender machen. Natürlich eine Möglichkeit. Ich frage es eigentlich nur, wie ich das hier hinkriege, ohne dass das immer eine längere Reihe wird. Hier kann ich auch einfach sagen, gut, ich mache die Rohre jetzt hier noch ein paar breiter und setze hier halt nicht zwei rein, sondern sage mal drei rein oder vier rein. Das ist ja auch kein Problem. Aber wie kriege ich das hier hin, dass es auch genug geheizt wird? Was ich machen könnte, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das System damit kaputt mache. Ich hoffe mal nicht. Zumindest schon mal die beiden hier connecte. Das Wasser hier wahrscheinlich immer ein bisschen unsicher. Ja, wo soll ich denn eigentlich hin? Aber das dürfte eigentlich nicht weiter schlimm sein. Ja, weil jetzt könnte ich sagen, okay, hier kommen einfach Pumpen, hier sind einfach Steamboiler. Hier sind 31.000 Eisen, die müssen ja eigentlich echt raus. Ach, das hier ist nicht im Netzwerk. Ah, okay. Oh nein. Oh Gott, das war ein schlimmer Fehler. Ja, auf jeden Fall hole ich mal das hier gerade ins Netzwerk. Ich würde sogar mal sagen, wo ist das nächste? Ah, eigentlich doch hier links, ne? Mist, oder scheiße ich auf das Vorkommen hier? Nee, eigentlich will ich da nicht drauf scheißen. Ah, ist das ärgerlich. So, dann setze ich das hier eben einmal gerade so bis hier. Dann ist es drin, perfekt. Den da so und wie hatte ich das vor? Eine Anbieterkiste da so hin. Genau. Achso, ja, jetzt muss ich erstmal hier sowieso selber gerade das loswerden. Will ich ja alles nicht im Inventar haben. Ja. Oh, und das wird jetzt auch direkt abgeholt. Das ist sehr perfekt. Oh, das ist ja sehr, sehr perfekt. Wahrscheinlich, weil sonst kein Eisen mehr im Netzwerk ist und das ja eine aktive Anbieterkiste ist. Denn der hier hat ja schon Geschwindigkeitsmodule. Dann setze ich da nämlich gleich wahrscheinlich einfach mehrere hin oder so, die alle zusammen dieses kleine Vorkommen da abbauen. Denn dann können wir einfach... Ich glaube, ich mache sogar eine Dreifachfolge hier draus. Ich habe gerade richtig Bock, einfach weiterzumachen. Denn, dann setze ich hier eine zweite Reihe an Steam-Boilern wieder hin, wo auch wieder schön Kohle reinkommt und alles. Vielleicht nicht das schönste System, aber ich glaube es doch das. Guckt euch das an, ey, wie das hier bam, 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 bam abgeholt wird, ey, so geil. Und das ist ja eine aktive Anbieterkiste, ne? Ich müsste sogar eigentlich die Sachen ja auch reintun können. Müssten eigentlich auch abgeholt werden. Spricht ja eigentlich soweit nichts gegen, wie ich das sehe, ne? Okay, wir haben hier noch so einen Akkumulator. Naja. Gut, der alleine macht das jetzt natürlich nicht schnell genug. Für meinen Geschmack. Naja, trotzdem, mal gerade überlegen. Also finde ich diese Relation hier gut genug? Reicht mir das so an Breite? Ich denke eigentlich schon. Ich habe mir mal die Boiler. Ich habe hier unten irgendwie keinen Platz mehr. Das da erstmal hoch. Mauern baue ich gerade ja nicht. Okay, so reicht das erstmal, denke ich. Wir könnten quasi das gleiche System nochmal 1:1 darüber bauen. Also wieder so eine Fünferreihe, die einfach hier drüber querläuft und expandieren mit dem Teil hier eben auch so nach oben. Und hier bauen wir das noch so um, dass das hier demnächst ziemlich zügig rausgeholt wird. Das könnte man machen. Damit wir immer noch genug Wassererhitzung haben sozusagen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Finde ich das gut, ist die Frage. Glaube aber, ne? Mir fällt irgendwie nicht so richtig was. Also, nochmal gerade umgerechnet, ne? Wir haben jetzt derzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, Quatsch, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 4 sind 32 von diesen
Generatoren. Das heißt, wir bräuchten das ungefähr mal 8. Wir bräuchten, oh Gott, 240 von diesen Solarpanels. Wo setzt man die effektiv hin? Zum Beispiel hier ist eine komplette leere Insel, ne? Aber da kommen wir ja nicht drauf, oder? Weiß ich nur nicht wie. Kann ich irgendwie fliegen? Muss ich jetzt mal so ganz blöd in den Runde fragen. Rüstung 2 vielleicht. Ich glaube, ich kann nicht fliegen. So gar nicht fliegen. Ergo würde ich da auch niemals drauf kommen können. Ich weiß jetzt nicht. Das Einzige, was mir noch einfällt, wäre vielleicht mit einer Zugstation. Aber ich glaube, die kann man auch nicht so setzen, dass man da mal eben so drüber kommt. Und dann ist eben die Frage, gut, wo setzen wir denn hier was eigentlich hin? Ja, weil wir haben nun mal hier diesen kleinen schönen Vorsprung in der Landschaft. Was wir halt machen könnten, wäre ein riesiges Stromnetzwerk ganz weit weg aufzubauen, wo halt super viel Platz ist, wo auch eine Area ist, die man sehr gut verteidigen kann. Und setzen da alles voll mit den Solarteilen. Das würde gehen. Ah, ist ja sehr fragwürdig. Muss mir das irgendwie muss ich mir das, glaube ich, nochmal überlegen. Ach. Also so ist es ja mehr Maschinerie erstmal, ne? Irgendwie gefällt mir das aber trotzdem. Irgendwie finde ich einfach so, das hier hat so eine total strikte Baustruktur, ne? Ich muss immer irgendwie die Teile aufheizen, ich könnte noch was Zweites drüber setzen oder so, aber trotzdem eine total strikte Baustruktur. Das habe ich bei den Solarteilen halt so gar nicht. Die kann ich einfach da hinsetzen, einfach wild durch die Gegend setzen, mache da schön hier diese großen Teile hin, die immer an schön vielen verbunden sind. Mache mir richtig schön viele von den Akkumulatoren. Ja, so mache ich das. Also das hier kommt weg. Das will ich so nicht. Das ist so nicht geplant von mir. Ich will das über Solarpanel. Ich will Akkumulatoren, ich will Solarpanel. Ich will eigentlich nicht den 1000 Steam Engines da hinsetzen. Das habe ich hier nicht vor. So, hier habe ich übrigens das Nachtsichtgerät. Hatte ich euch das eigentlich schon mal gezeigt? Ich weiß es leider auch gar nicht. Es ist scheiße. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Es ist sehr, sehr schade, dass es scheiße ist, aber es ist scheiße. Ich muss gerade noch einmal gucken. Hatte ich nicht eben eigentlich Akkumulatoren in Bau gegeben? Ich bin gerade irgendwie unsicher. Das ist jetzt gerade nicht so genau. Was habe ich denn sonst noch vorgemacht? Also, wir hatten hier zum Beispiel die Lagerkisten. Setze ich mal einfach gerade so, dann sind wir die auch los, können auch alles reingetan werden. Stahlkiste brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber könnten wir irgendwann mal noch brauchen, deshalb kommt das so in diese Truhe. Und in dieser Truhe ist echt so alles drin, was ich echt so gar nicht mehr voraussichtlich brauche. Hier kleine Strommasten will ich auch nicht mehr haben. Nutze ab jetzt die mittelgroßen, so. Ich keinen Nachteil drin, bis auf halt die leicht erhöhten Produktionskosten, naja. Okay, so, hierfür brauchen wir ziemlich viele elektrische Schaltkreise, Stahlträger und Kupferplatten. Aber trotzdem, ich mache mal die Batterien hier wieder weg und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Akkumulatoren. Dann können wir damit schon mal so ein kleines Netzwerk aufbauen. Dann haben wir 10 davon, die speichern ja schon mal 50 Megajoule. Das Einzige, was komisch ist, hier ist halt alles irgendwie in Megawatt gerechnet. Teilweise sind Sachen in Megajoule und so. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal angesprochen. Das ist alles ein bisschen durcheinander gewirbelt sozusagen. Brauche ich so auch nicht. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, tatsächlich Solarmodule. Aber die will ich eigentlich nicht manuell machen, deshalb setze ich mir mal hier noch so ein Teil hin. Dafür muss das da einmal gerade weg. Jetzt hat die Hälfte wieder keinen Strom, deshalb muss das da schnell wieder hin. Die sind irgendwie jetzt, eigentlich sollen die immer schön zusammenbleiben. So, okay. Eine Nachfragekiste und eine Anbieterkiste. Und dann Inserter wieder mal. Der da so rum, der da so drum. Hier drin soll produziert werden. Solarmodul. Das war alles gleich viel, ne? 5 und 15. Okay. Und hier bitte 50 Kupferplatten rein. So wie 50 Stahl rein. Aber 150 von den Schaltkreisen. Oh, das kann man nicht einstellen. Oh, das ist blöd. Dann Dreifache von dem anderen. Wie machen wir das denn jetzt? Wir könnten 60, 20, 20 machen. Oh, jetzt werden wir gerade angegriffen und dann wird ja alles duster, ey. Lampen gehen dann auch nicht mehr, weil wir das nicht ordentlich verteidigen können. Ja, wir brauchen mehr Strom. So, jetzt sollten hier auf jeden Fall die Sachen alle angeliefert werden. Werden sie auch alle, bis auf gerade die Strom,
Teile hier, weil wir davon immer zu wenig im Netzwerk haben. Quasi grundsätzlich, weil ja hier leider nun mal jeder Pot immer so einen grünen frisst und so ein grüner frisst immer vier hiervon und dann noch einen blauen. Der blaue frisst auch nochmal jeweils zwei Schaltkreise oder sowas. Warum wird das denn hier eigentlich nicht abgeholt? Gerade gar nicht. Und irgendwie verfügbare Roboter 325. Warum werden das denn immer weniger? Hatten wir nicht schon 400? Mache ich irgendwas komplett falsch? Werden die irgendwie so angegriffen, dass die dabei draufgehen und ich kriege das nicht mit? Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Gehen die sterben irgendwo? Wenn ja, wo? Alle meine Verteidigungen sind doch eigentlich noch so instand, ne? Haben wir mal gerade die Karre. Das Auto ist irgendwie auch nicht besonders schnell, ne? Naja, es geht. So, also wie ich das sehe, klar, irgendwie hier ist zwar ganz schön rapide angegriffen, aber die Mauer scheint mir eigentlich bis inklusive hier hinten hin komplett heile zu sein. Ich weiß nicht, wo da welche sterben. Ich werde das mal ein bisschen im Auge behalten, würde ich sagen. Weil so gefällt mir das irgendwie nicht, dass einfach die Roboteranzahl, oder heißt das, die sind irgendwie irgendwo in so einem Turm drin, weil die nichts zu tun haben. Ich weiß nicht. Eigentlich sollte jeder was zu tun haben. So, der da ist anscheinend fertig. Der kann nichts mehr abbauen. Zack, der kann da weg. Das hier kann alles da weg. Können wir den da unten noch anschließen. Ja, und dann würde ich sagen, lasse ich das auch wieder erstmal so laufen, bis auf, dass ich die... Irgendwie passt mir das hier mit der Kohle auch noch nicht so ganz. Eigentlich sollte hier genug Kohle ankommen, zumal die da ja auch zu zweit immer schön mitarbeiten. Mach das vielleicht mal noch hier so. So, dann sind wir die Module auch los. Vor allen Dingen hatte ich nicht eben gerade noch Akkumulatoren in Bau gegeben. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Ich hier nur einen. Ach, da unten. Oh Gott, warum ist denn einer da und die anderen sind... Oh Gott. Ja. Okay. So, irgendwo hatte ich doch was noch abbauen. Da, das Eisen. Das wollte ich noch gerade beschleunigen. Und dann sind wir aber auch fertig für heute. Dreifach Folge sozusagen. Ich glaube, das aber wahrscheinlich in mehrere kleine Folgen gesplittet. Das werde ich wohl getan haben. So, dann setzen wir den vielleicht einfach so. Dann kriegt er zumindest auch einen Teil davon mit abgebaut. Okay. Und dann setze ich schon mal Akkumulatoren. Die Frage ist, wo setzen wir die hin? Ich würde sagen, auch wieder irgendwo, wo wir einfach sonst nichts brauchen. Und das ist zum Beispiel hier so ein Fleck. Ich weiß ja nicht, wie viel. Ich kann das noch nicht so ganz einschätzen, wie viel wir von den Teilen brauchen. Aber ich würde sagen, hier bietet sich irgendwie einfach gerade an. So. Ich weiß jetzt auch nicht, wie da die idealen Formen sind, um die zu setzen. Wenn ich jetzt so einen Strommast, der kriegt die alle noch bedingst. Ja, das wird noch gehen. So wäre, glaube ich, das Maximale, damit er alle dann versorgt. Aber irgendwie scheinen die jetzt gerade keinen Strom zu kriegen. Ich hatte ja letztes Mal, da sind Solarpanel da auch direkt dran. Ich weiß jetzt nicht, ob denn das jetzt hier eigentlich... Können die so jetzt nicht aufgeladen werden, weil das nicht direkt an der Energiequelle ist oder so? Leider weiß ich es, wie gesagt, nicht. Ich lasse die mal gerade da stehen und die rennen jetzt noch einmal gerade runter. Probiere das noch einmal, wie das ist, wenn ich da unten einen hinsetze. Oh, das ist so nervig sowieso, dass ich hier mal außen rumrennen muss. Es fehlt quasi meiner Ansicht nach noch sowas wie ein Jetpack. Den man über die Sachen alle drüber fliegen kann, schön. Kann ruhig richtig viel Strom fressen und so, aber wäre trotzdem, wie ich finde, eine gute Sache. Okay, gerade nochmal ganz weit rausgescrollt. Da hat das immer noch keinen Strom. Und wenn ich jetzt so einen Akkumulator meinetwegen da hinsetze, auch nicht. Aber wenn ich ihn da hinsetze, auch nicht. Ich glaube, das liegt aber daran, weil einfach gerade durchgehend der Energieverbrauch höher ist als die Energieerzeugung. Das könnte der Grund sein, tatsächlich. Also ich meine nämlich, eigentlich müsste das so passen. Nur gerade brauchen wir halt wirklich so viel Strom, dass sich das nicht wieder ausgleicht. Gerade wir quasi nie mehr produzieren, als wir brauchen. Deshalb kommt da nie was an. Ich glaube, dass das der Grund ist. Das eigentlich einfach so auswechseln. Ja, perfekt. Da auch? Ja, perfekt. Okay. Mittlerweile wird er auch hier aus dem Passiven sowieso geholt, sehe ich gerade. Oh ja, jetzt stürmen sie plötzlich alle drauf zu. Okay.
Wie sieht es mit meinen Robotern aus? 325. Gut, hat sich jetzt nichts dran geändert. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum es überhaupt von 400 runtergegangen ist. Naja. So, die brauchen wir vielleicht irgendwann mal wieder. Das dahin und so. Ja, und dann mal schauen. Hier fehlen halt so ein paar Schaltkreise. Vielleicht crafte ich mir auch einfach ein paar im Inventar, dass wir ordentlich Solarmodule kriegen. Nächstes Mal auf jeden Fall werden wir ganz viel. Dann, was hole ich mir eigentlich gerade so viel? Eisen. Eisen brauche ich überhaupt nicht. Mehr Stromproduktion uns besorgen sozusagen oder drum kümmern, wie auch immer. Doch, ich brauche Eisen für die Schaltkreise. Ark. Eisen und Kupferkabel, ja. Ich habe mir so viel Stahl genommen, das war irgendwie auch schon wieder nicht. Also doch Eisen und Kupfer. Dann, ach, jetzt habe ich das aber hier auch so schlecht gebaut. Und dann, ja, das Holz soll da aber nicht rein. Crafte ich mir das einfach selber mal drunter. Aber warum tun die das denn jetzt nicht eigentlich direkt da rein? Sind die Sachen hier voll beschäftigt oder woran liegt das? Oh ja, die Nachfragekisten hier sind absolut voll. Die ganzen Lichtbogenöfen kommen jetzt gar nicht mehr hinterher. Lichtbogenöfen heißen die. Kommen gar nicht mehr hinterher, okay. So, und hier sind jetzt die passiven Teile. Hier müssen eigentlich auch noch aktive hin, ne? Damit das dann auch schön in die Nachfragekisten wieder kommt. Dann sollten sie auch anfangen, hier das demnächst rauszuholen. Okay, ja, gut. Ich kümmere mich, wie gesagt, jetzt mit hier um die Produktion von den Solarmodulen. 40 kriege ich so gecraftet. Die erste müsste hier jetzt auch gleich irgendwann mal... Naja, gut. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn ja. Comments und Vorschläge für alles, was wir noch so machen wollen, können, sollen. Ansonsten handhabe ich alles so wie bisher angedacht. Ich mache hier noch ein paar von. Ach, was soll's. So. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge übermorgen wieder. Ciao.